Willkommen zurück, eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic. Wir haben in der letzten Folge die Gebetsperlen-Quest angenommen und uns hier unten im südwestlichen Teil der Höllenfeuerhalbinsel ein Felshetzer als neues Pet geholt. Uns gewundert, wieso wir keine Fähigkeiten haben. Die Auflösung folgt dann gleich. Zunächst erstmal zu den Gebetsperlen. Also um die Gebetsperlen zu bekommen, benötigt man Reagenzien, nämlich ein Jungfernkleid und einen Seidenstoff. Die beiden habe ich mir jetzt besorgt. Das Jungfernkleid, zunächst mal uns das Leckerli jetzt kaufen. Von den zwei Stoffen. Das Jungfernkleid bekommt man, wenn man in Shadrath ist. Das heißt, ich bin schon mal in die Hauptstadt gereist, habe mir dort auch den Flugpunkt geholt, meinen Ruhestein dorthin versetzt, sodass ich schnellstmöglich auch in die alten Städte reisen kann, um vielleicht mal ins Auktionshaus zu gehen. Und Shadrath, wenn ihr das sucht, das findet ihr in den Wäldern von Terrokar. Das heißt, ihr reist hier oben, sind diese Felshetzer von der Höllenfeuerhalbinsel. Ihr reist durch das Gebiet der Felshetzer durch, einfach den Hauptweg entlang und kommt dann in Shadrath an. Und in Shadrath geht ihr zur Sehertreppe. Und da, wo ich jetzt gerade gekreist habe, findet ihr einen Gifthändler. Und die verkauft euch dieses Jungfernkleid. Den Seitenfaden findet ihr einfach beim entweder auch in Shadrath bei einem der Händler im unteren Viertel. Die waren, glaube ich, auch südlich hier, da im unteren Viertel. Oder, was ich später rausgefunden habe, in der Höllenfeuer-Halbinsel gibt es auch einen Händler, der Seitenstoff verkauft. So, wir kaufen uns jetzt hier so ein Leckerli, geben das dem Hund. Und der Hund fängt sogleich an, jetzt nach seinen vergrabenen Schätzen zu suchen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal komplett durch die Ehrenfeste durchlaufen. Der Seidenstoffhändler oder der Stoffhändler befindet sich auch im Gasthaus. Glaube ich, war es. Ja, im Gasthaus, da wo die wo die Schneidereimeisterin ist. So, der Hund hat was gefunden, aber ist unzufrieden mit dem Versteck. Das passiert jetzt noch häufiger, bis wir dann am Ende wirklich zu dem richtigen Versteck kommen. Das werdet ihr gleich sehen. Und ich kann jetzt schon mal aufklären, was es mit den Pets auf sich hat. Also, wir haben uns ja so einen Felshetzer gezähmt. Dieser Felshetzer, den wir uns gezähmt haben, gehört eben zu der Familie der Felshetzer. Und da gibt es verschiedene. Ihr habt ja das Jungtier gesehen, ihr habt den großen Felshetzer gesehen und es gibt noch weitere Felshetzer in der gesamten Familie. Und jeder von diesen verschiedenen Felshetzern hat unterschiedliche Fähigkeiten. Wir haben nur gerade den erwischt, der keine Fähigkeit hat. Das Jungtier hat zum Beispiel die Fähigkeit Sport. Die andere Felshetzer, die wir uns später dann zähmen können, die haben eben die Fähigkeiten Beißen und Aufreißen, was die beiden markanten Fähigkeiten der Felshetzer sind. Und um jetzt unserem Felshetzer diese Fähigkeiten beizubringen, müssen wir erst einen anderen Felshetzer zähmen, der diese Fähigkeit schon kann. Und dann erlangen wir als Jäger quasi die Möglichkeit, unserem Felshetzer diese Fähigkeiten beizubringen. So kompliziert ist das im Endeffekt. Was bedeutet, wenn man nicht wie ich ein Tier sich zähmt und mit dem Tier die ganze Zeit levelt, sondern wirklich im nächsten Gebiet sich ein nächstes Tier zähmt, macht man das automatisch mit und bekommt die Fähigkeiten. Oder man ist eben so wie ich und hat ein Pet, mit dem man die ganze Zeit spielt
und das hat nun gerade keine Fähigkeiten, dann kann man dem nur diese Standardfähigkeiten vom Tierausbilder beibringen, also diese Widerstände, Ausdauer, das Knochen, jetzt noch zu Burning Crusade Vermeidung und Kobra-Reflexe zum Beispiel. Und mehr hat man dann im Endeffekt nicht. Und die richtigen Fähigkeiten, die dann wirklich Schaden verursachen und Aggro aufbauen, wie beißen, wie aufreißen und so weiter, da muss man dann andere Tiere zähmen, die das eben haben, und dann lernt man das. So, wir sind angekommen, haben das richtige Versteck gefunden und erhalten jetzt die Gebetsperlen der Drenei. Der Hund jetzt freudestreuend geht zurück zu seinem Herrchen und wir können die Quest abgeben. Ja, Danke. wir bedanken uns nochmal bei Feifei für die Hilfe. Warum habe ich das jetzt noch nicht abgeholt? Zwei Gründe. Der erste natürlich, ich möchte es euch live zeigen. Der zweite Grund ist, diese Felshetzer, die die Fähigkeiten haben, sind auch hier auf der Höllenfeuer-Halbinsel, aber die sind Level 62 und 63. Und da wir kein Tier zähmen können, was über unserem Level ist, müssen wir jetzt erstmal notgedrungen mit unserem Felshetzer ohne Fähigkeiten zurechtkommen, ihn uns selbst auf Level 62 bringen. Jetzt können wir die Quest erstmal abgeben. Und wenn wir dann Level 62 sind, dann haben wir die Möglichkeit. Ja, jetzt haben wir hier die Quest abgeschlossen. Wir gehen heute mal ins Expeditionslager und machen diese Named Mobs da unten. Dann haben wir die Möglichkeit mit Level 62, ich kann es schon mal zeigen hier auf der Karte, hier hinten ist auch noch ein Felshetzergebiet. Und mit Level 62 haben wir eben dann die Möglichkeit, da hinten diese Fähigkeiten uns anzueignen, indem wir diese Felshetzer zähmen. Wir könnten auch in die alte Welt gehen und da verschiedene Katzen bzw. Wölfe zähmen, die die Fähigkeiten haben, aber die haben dann zum Beispiel die Fähigkeit beißen Level 7 oder Level 6. Ich möchte auch gern direkt die höchste Fähigkeit haben. Ich hoffe ja mal, dass man die dann auch bekommt und nicht, dass ich mit Beißen Level 1 anfangen muss, um mich dann hochzuarbeiten. Das wäre mühevoll, weil dann müsste ich hier irgendwie eine Katze in der Dunkelküste erstmal zähmen und solche Späße und mich durch die alte Welt durchzähmen. Das hoffe ich mal nicht. Ja, aber so funktioniert das im Endeffekt. Das heißt, sobald wir Level 62 sind, wird es ein Video geben, in dem ich mir die anderen Felshetzer zähme. Und dann können wir uns entscheiden, welchen Felshetzer wir nehmen. Am besten, ich zähme eben von jedem eins und dann haben wir ein Pet, was eben die möglichen Fähigkeiten besitzt, die diese Familie erlernen kann. So, der erste Name Mob ist hier schon von jemandem getaggt worden. Oh, hier ist ein Ritter, den wollen wir jetzt nicht gerade angreifen. Und der zweite Mob ebenso. Okay. Das heißt, wir gehen erstmal weiter nach unten in das kleine Häuschen rein, weil da müsste laut Questi der Gegenstand zu finden sein, die Geheimnisse des Lichts. So, wo ist's? Ah, da hat was aufgeblinkt. Moment. Nee. Da war doch gerade was. Ah, das liegt vor der Tür. Gut, das haben wir schon mal. Dann schnell wieder aufmounten und gucken, ob die zwei Named Mobs schon respawned sind. Hier ist noch keiner da. Dann heißt es ein bisschen abwarten, glaube ich. Der liegt auch noch da. Okay. Ah, da ist er gerade wieder gespawnt. So, schnell angreifen. Unser Felssetzer hat direkt die Aggro gekommen.
So, den ersten haben wir schon. Und der zweite, der steht auch da. Dann schon mal draufschießen. Direkt hacken. Und dann sollte unser Feldsetzer gleich die Aggro bekommen. Beziehungsweise, das ist ein Caster, das heißt, wir werden den gleich mal mit voller Wucht runterschießen. Er macht ganz schön viel Schaden mit seinen Arkanengeschossen. Gut. Ja, so einfach sind zwei Quests erledigt. Dann geht's zurück zur Ehrenfeste und wir werden die Quests mal abgeben. Die Mobs interessieren uns hier nicht. Schnell weiter. Ah, die eine Quest müssen wir im Turm abgeben, okay. Bloß noch die Aura des Falken noch mal eingeschalten, dass wir sie nicht vergessen und die ganze Zeit ohne Aura kämpfen. Ja, zum Beispiel solche Eber, also die Hölleneber hier, die haben keinen Ansturm, aber andere Eber, die man bekämpft und die den Ansturm zum Beispiel gegen einen eingesetzt haben, die haben den Ansturm. Und wenn man dann so einen Eber gezähmt hat, lernt man als Jäger quasi die Fähigkeit und dann kann jeder andere Eber, den man zähmt, kann man diese Fähigkeit auch beibringen. So, für das Buch gibt es jetzt Halsketten, allerdings ist da unsere aus dem Höllenfeuerbollwerk schon besser. Die sind auch alle drei das gleiche Wert, von daher ist es egal, welche wir nehmen. Jetzt geben wir noch die zweite Quest ab. Ne, ich glaube, das war jetzt die Quest, wo wir die beiden, ja genau, suchen nach den Anführern. Also die beiden Schemen der Anführer uns geholt haben. Und hier geben wir das Licht. Geheimnisse der Licht, des Lichts ab. Kriegen keine Folgequest erstmal. Und werden uns jetzt mal um diese Fell Spirits kümmern. Denke ich. Und dann ist dort unten ja noch so eine Absturzstelle von einem Zeppelin. Da gibt es dann auch noch mal Quests. Zunächst aber erstmal diese Quest mit dem Relikt, was wir bekommen haben. So, unseren Feldsetzer können wir jetzt auch mal füttern. Ihr seht, ich habe mittlerweile 23 von diesen Würstchen gekocht. Das sollte erstmal ausreichen. Ich werde das dann noch auf zwei Stacks irgendwann hochziehen. Dann passt das. Okay, also die Berserker. Bei denen steht das nicht, dass es Quest-Mobs sind. Aber wir müssen wahrscheinlich dieses Teil aufstellen. Und dann werden die Berserker hier von dem Teil angestrahlt. Sieht interessant aus. Oh, die können auch noch anchargen. Okay. Wenn man so einen Berserker zähmt, der kann anchargen. Gut. Ah, und seine Seele wird dann quasi in diesem Artefakt eingesperrt und er kommt als Höllengeist wieder. Und dann töten wir den Höllengeist als Untoter dann. Und damit haben wir dann den Draenei gerecht. Okay. Wir können das Relikt zwar anklicken, aber irgendwie verändert das nichts. Gut.
Die Berserker hauen ganz schön zu, ne? Genau, jetzt fließt quasi die Seele in dieses Artefakt. Hat man jetzt schön gesehen. Und der Höllengeist erscheint. Und damit rächen wir quasi die gescholtenen Drenei in diesem Außenposten von Gorgatz, heißt er, glaube ich. Und erfüllen so die Quest. Okay, und das Ganze 10-mal, alles klar. Dieses Relikt scheint 5 Minuten aktiv zu sein und wir haben eine 5 Minuten Cooldown-Zeit, bis wir es wieder neu stellen können. Zumindest fliehen die nicht, die werden dann eher zu Berserkern hier. So, jetzt haben wir hier 2. Aber es wird nur einer von unserem Relikt quasi angefeuert. Da ist ein Chorium vorkommen. Okay. Dann geh mal drauf, unser Felshetzer. Wieder nichts im Sichtfeld hier. Ah, okay. Also werden doch beide angeleuchtet. Das Anchargen gefällt mir jetzt nicht so. Und die machen einen Schaden. So, gehen wir ein bisschen rüber. Ja, die Aggro kriegen wir trotzdem, alles klar. So, jetzt nur noch ein bisschen Gas geben. Unser Felshetzer ist ganz schön unter Druck. Jetzt kommt noch ein Berserker. Die Heilung muss jetzt definitiv passen. Ah, der Berserker wurde jetzt von dem Hexer quasi genommen. Das ist ganz gut. Haben wir den jetzt erstmal nicht mehr als Gegner. Ja, Felshetzer, bleib mal hier. Du musst hier den Mob angreifen. So, das wäre Mob Nummer 4 gewesen. Ah ne, Nummer 5, alles klar. Gut, die Hälfte haben wir. Jetzt gehen wir mal komplett auf Distanz, sodass wir nicht mehr angecharged werden können, weil ich glaube, der Charge ist immer nur so, sind es vielleicht 20 oder 30 Meter. Wenn wir da auf Max Range 35 Meter gehen, chargen die definitiv dann nicht mehr an. Und wir werden von jemandem eingeladen. Ja, dann machen wir die Quest doch einfach zusammen. Passt ja. Kriegen sogar gleich noch Buffs mit ab. Weil das ist jetzt eine Quest, die geht ja nur darum, um irgendwelche Mobs zu töten. Und nicht um irgendwelche Items zu sammeln von Mobs oder sonst wo. Das heißt, da sollten wir schneller fertig sein, wenn wir einfach zusammenarbeiten. Weil dann kann jeder immer einen pullen und es zählt aber für mehrere. So, dann greifen wir seinen Geist nämlich auch gleich noch mit an. Und ihr seht, der zählt eben auch für uns. Okay. Hier haben wir noch einen Berserker. Wieder angecharged worden. Na komm, hier. Einer die Aggro.
So. Jetzt stellen wir unsere Relikt auch mal wieder auf. Ah, und es hat sich sogar noch ein Hexer angeschlossen. Der Höllengeist greift immer den an, der von dem echten Mob auch die Aggro hatte. Okay. Gut, dann sind wir bereits bei 8. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die anderen beiden haben, aber das sollte jetzt ziemlich schnell gehen. Das heißt, wir können ohne Probleme einfach ja, so viel machen, dass jeder fertig ist mit der Quest. Ja, der eine ist sogar schon fertig. Der Hexer, ich bin bei 9 von 10. Okay, meine Quest ist auch fertig. Jetzt fehlt quasi nur noch der Paladin. Und dann haben wir es. Das finde ich auch schön an dem Questy, dass man dann automatisch eine Sprachnachricht in die Gruppe postet, dass man mit der Quest fertig ist. Gerade bei Quests, die oder in Situationen, die vielleicht etwas chaotisch sind oder so, es ist ja nicht schlecht zu wissen, okay, man hat die Quest abgeschlossen. So, der Paladin braucht noch ein paar. Da steht noch einer. Wird von dem Artefakt des Hexers quasi angezogen oder gefokust. Mal gucken, was passiert. Wohin die Seele wandert. Okay, zum Portal des Hexers. Wahrscheinlich immer zum nächstgelegenen oder so. Und dann hat er den Hexer angegriffen. Also es scheint wohl dann doch so zu sein, dass von dem Portal oder derjenige, die Aggro bekommt, dessen Portal genutzt wurde. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich die Aggro bekommen, weil die Seele genau in unser Portal reingeht. Okay. Gut, wollen wir noch einen? Den hier, der hier so schön auf dem Stein sitzt, hier rechts, den haben wir die ganze Zeit nicht gesehen. Der erfreut sich an dem Lagerfeuer, was da vor ihm gemacht wurde. So, hier ist gleich noch ein Berserker gespawnt. Sehr schön, dann nehmen wir gleich beide. Dann sollte er eigentlich auch genügend jetzt gekillt haben. Wenn man den Höll ja, genau, hier unten sieht man es ja, 9 von 10 hat er jetzt. Also dieser Höllengeist ist somit auch der letzte für ihn und dann hat er die Quest abgeschlossen. Sehr schön. Dann vielen Dank und wir können zurück zur Ehrenfeste und abgeben. Ah.
Ein SDW hat er uns gebufft. Sehr gut. Keine Mana-Probleme mehr. So, das Abgeben wird etwas verhindert dadurch, dass wir hier kirschnern müssen. Ihr wisst ja, ich kann ja nichts liegen lassen. Okay. So, wenn wir diese Quest hier abgeschlossen haben, dann wäre nur noch die Absturzstelle und dann oben hier in der einen Höhle. Und dann hätten wir alles, was östlich der Höllenfeuer-Zitadelle angesiedelt ist, mit Quests abgeschlossen. So, dann geben wir oben doch mal ab. Beim Gehilfe Klaatu. Exorzismus des Oberstschuhes. Dann sollen wir mit Anachoret Barada sprechen und die Gebetsperlen benutzen. Und das ist auch direkt hier in der Feste. Ah, da ist dieser Anachoret Barada. Und der startet jetzt ein Ritual des Exorzismus. Okay, und wir müssen diesen Oberstschuhs quasi retten. Das heißt, erstmal eine Falle platzieren, falls hier gleich irgendwelche Gegner rauskommen. Im Chat sieht man wieder, hat einer die Quest mit den Gebetsperlen gestartet. Der Feifei wieder am Schnüffeln und Buddeln. So. Jetzt scheint was zu passieren. Okay, es kommen kleine Gegner heraus. Die haben nicht ganz 1000 Leben, also nur kleine Adds, die direkt umfallen. Alles klar. So, dann platzieren wir mal die nächste Falle direkt wieder oben am Bett, weil die dort alles spawnen. Jetzt hebt es den Oberstschuh so ein bisschen an. Machen auch mal das Pet auf aggressiv, da kannst du gleich die Gegner angreifen, wenn sie rauskommen. Sehr schön, die Falle wirkt auch die ganze Zeit noch. Das heißt, die kriegen immer einen Ticken Damage. Hau mal noch mit der Axt zu. So, der fliegt jetzt hier komisch durch die Luft. Jetzt stößt er noch irgendwelche Essensreste aus. Ah, und aus denen kommt eine geläuterte Verderbnis, okay. Wir erfahren auch ein kleines bisschen was über die Vergangenheit, was den Drenais widerfahren ist auf Draenor, bevor die brennende Legion in Vertretung von den Höllenorks quasi nach Azeroth rüber gewechselt ist und die Drenais dann flüchten mussten. Und im Endeffekt ist es alles dämonische Verderbnis, die daran schuld war, welche Situation die Drenai erlebt haben.
Der hat hier, macht hier so einen Strahl auf uns, alles klar. Es werden irgendwie immer mehr. Die greifen auch den Anachoret mit an. Das heißt, das müssten wir ein bisschen verhindern, dass er hier nicht irgendwie stirbt. Mein gut, die Mobs machen jetzt nicht den Schaden. Okay. Hat das jetzt funktioniert? Ich hoffe ja mal. Oder mussten wir diese Gebetsperlen irgendwie benutzen? Ein ungültiges Ziel. Das auf dem benutzen? Auch nicht. Aber wir mussten ihn dann nochmal ansprechen. Alles da. Okay, Quest abgeschlossen. Möge das Licht euch umarmen. Vier ganze Gold hat's gebracht. So, und dann müssen wir mit unserem Kommandanten in der Ehrenfeste sprechen und diesen Vorfall berichten. Alles klar. So, wir brauchen noch ungefähr ein Drittel für Level 62, um dann die anderen Feldsetzer noch zu zähmen. Jetzt bleibt man hier an dieser dämlichen Waffenbarke hängen. Oh, und dann noch am Hauseingang. Gut, okay. Dann berichten wir doch mal, was hier so geschehen ist. Und er befiehlt uns, den Drillmeister Zurok zu töten. Und da gibt es dann auch wieder einen blauen Gegenstand für die Quest. Sehr schön. Das werden wir allerdings in der nächsten Quest in Angriff nehmen. Das heißt, wir haben hier an der Höllenfeuer-Zitadelle noch eine Quest. Dann unten bei bei der Absturzstelle. Und oben in der einen Höhle. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir unsere Quest-Chain fortsetzen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.